Mr. Spock, wollen Sie mal Schnupftabak probieren? Faszinierend. Ist gut, ne? Herzlich willkommen zurück. Der Diverses Kanal meldet sich wieder heute mit einer neuen Folge in unserer Püschelwoche. Ja, der Tütenwahnsinn geht weiter. Und zwar kümmern wir uns heute einmal um eine neue Tüte und zwar vom Büschel die Edelfrucht. So schaut das Ganze aus. Zeige ich euch gleich nochmal genau. Ja, über Püschel brauche ich ja nicht mehr allzu viel zu sagen. Kennt ja jeder. Gut, dann schauen wir uns erstmal die Tüte an und dann machen wir mal Geruchs- und Geschmackstest. Dann drehe ich dazu mal die Kamera. So, echt Püschel, Edelfrucht, Mentholsnuff. Hier vorne haben wir dann wie bei dem Südfruchtschmalzer so eine schöne Ananas und ein paar Äpfel drauf. Und hinten sieht das dann so aus, Püschel, Edelfrucht. Erfrischende Prise mit dem aromatischen Duft edler Früchte. Na denn. 10 Gramm sind da drin. Preis liegt beim Snuff Store bei 1,85 Euro die 10 Gramm und bei Snuff & More bei 1,84 Euro. Auch hier wieder 1 Cent günstiger. Okay, dann wollen wir doch mal den Konsistenztest machen. Ich habe den natürlich schon umgefüllt. Ich weiß gar nicht, warum ich habe hier außer den Edelprise draufgeschrieben, da ist eine Edelfrucht. Aber naja, gut, solange ich weiß, was es ist. So, dann wollen wir mal gucken. So, es sieht ja wieder mal gleich aus, wenn es denn mal scharf wird. Wir machen nochmal die berühmte blaue Dose daneben. Ach, immer so viel. Ja, sie war leer. Ja, kein Unterschied. Das ist gleich. Aber gut, dann machen wir mal den Geschmackstest. Sicherlich wird sie hoffentlich mal anders schmecken. Okay, in der Beschreibung hier, habe ich mal geguckt, angeblich soll da auch Columbia-Öl drin sein. Steht hier zumindest bei Snuff & More. Das wäre ja mal cool. Aber steht hier nirgendwo drauf, deswegen kann ich jetzt nicht sicher sagen, ob das da auch wirklich drin ist. Gut, machen wir mal den Geruchstest. Also, im ersten Moment muss ich sagen, es kommt nur ein ganz dezenter Fruchtduft raus, ehrlich gesagt. Und eher rieche ich Menthol sehr stark. Ne? Also man riecht am Anfang viel von Frucht jetzt gar nicht so. Empfinde ich zumindest. Ja, mit ein bisschen... Ja, schwierig. Also, naja, also wenn, dann ist das aber schwer zu definieren. Beeren oder so. Gut, also riecht am Anfang sehr nach Menthol und weniger nach Früchten. Aber wir machen mal den Test in der Nase. Mal gucken, was dann passiert. Vielleicht ist das denn ja etwas anderer Taste. Ja, doch. Also jetzt kommen doch ein bisschen Früchte durch. Ich würde mal eher so auf Apfel auch nicht. Was könnte das sein? Also was Bäriges eher. Also ist so ein bisschen verwandt mit der Jubi-Prise von Püschel. Würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Die sind da doch, man merkt da schon, dass die irgendwie auch aus einer Familie kommen. Wenn man da jetzt mal so dran riecht, obwohl die Jubi-Prise ein bisschen fruchtiger riecht, finde ich, als die Edelfrucht. Gut, wenn dem so ist, also es kommt dann auf jeden Fall, wenn man das dann nimmt am Anfang, es kommt auf jeden Fall Menthol durch, als wir die Tüte ganz frisch aufgemacht haben, ein richtiger Mentholstoß.
Da habe ich erst gedacht, mein Gott, das ist ja eigentlich nur ein Mentholtabak. Und jetzt merkt man doch eher, dass da doch ein bisschen mehr Frucht durchkommt. Am Anfang hätte ich erst gar nicht mal so an Frucht gedacht. Aber doch, es kommt ein bisschen durch. Wie gesagt, aber eher was Bäriges. Es ist so ein bisschen so ein Abwandler, würde ich jetzt mal sagen, von der Jubiläumsprise. Ich würde mal sagen, dass die Jubiläumsprise vielleicht ein bisschen intensiver nach Beeren schmeckt. Die sind aber fast identisch vom Geschmack. Ne? Also, wobei ich sagen muss, dass mir die Jubiläumsprise ein bisschen besser schmeckt als die Edelfrucht. Aber ja, ne? Wie gesagt, ist halt nichts groß Besonderes. Erwartet jetzt nicht, dass es jetzt, wie gesagt, so ein richtig bombastischer Snuff ist. Das ist es nicht. Also, das ist natürlich wieder so ein. Er ist gut und er schmeckt auch und es ist in der typischen Pöschelqualität, aber er haut einem natürlich nicht vom Hocker. Bei der Jubiläumsprise, die finde ich sogar noch einen Ticken besser und die sind sich doch relativ ähnlich. Aber wie gesagt, na, beim Preis von 1,85 € pro Tüte, da kann man das Risiko ruhig mal eingehen. Das ist wirklich nicht viel, was dafür verlangt wird. Wir müssen mal bei euch im örtlichen Tabakladen gucken. Gerade die Leute, die mehr im Süden wohnen, da müsste es sowas wahrscheinlich auch in gut sortierten Tabakläden auch geben. Wie gesagt, bei uns hier oben im Norden gibt es das leider nicht. Da gibt es nur diese Standardmarken. So ein Repertoire aus Redford, Gletscherprise, Gathered Apricot und ne, diese ganz standardmäßigen. Ne? Aber die sollte es, denke ich mal, auch in den Tabakläden dann eigentlich geben. Wie gesagt, man kann da nicht viel falsch mitmachen. Ihr könnt ihn ruhig bestellen. Kaufempfehlung, ja. Ist eher auch was für Anfänger, ne? Also, vielleicht, wenn ihr mit dem Schnupfen anfangen wollt, ist das vielleicht auch mal so ein richtiger Begleiter für euch, um mal das Fruchtige auszuprobieren. Probiert es einfach mal aus. Ne? 1,85 €, Herrgott, das kann man auch noch verkraften. Gut, das war's. Heute mit der Edelfrucht bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann kommt noch eine weitere Tüte. Und dann kommt noch eine Tüte. Und dann haben wir die Woche geschafft. Und dann geht es nächste Woche weiter. Ich danke für euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.